was es mir gibt, am Wochenende sowohl im Stadion als auch in der Kirche tätig zu sein und das Ganze ehrenamtlich, also unentgeltlich. Das ist zum einen ein super Gefühl. Ich habe das Gefühl, dass ich für unterschiedliche Gemeinschaften was tue. Und das ist etwas, was sich eigentlich durch mein ganzes Leben schon gezogen hat. Macht euch an die Arbeit, denn ich bin bei euch. Spruch des Herrn der Heere. Der Bund, den ich bei eurem Auszug aus Ägypten mit euch geschlossen habe, er bleibt bestehen und mein Geist bleibt in eurer Mitte. Fürchtet euch nicht. Es gibt manchmal Situationen, in denen ich mir denke, ja, es freut mich, dass ich in beiden Fällen als ehrenamtlicher Sprecher tätig bin. Also nach dem Gottesdienst kann es durchaus mal passieren, dass eine ältere Dame oder dass verschiedene Leute zu mir kommen. Nach dem Gottesdienst, wenn man so noch zusammensteht und sich unterhält. Ja, und dass die dann sagt, mei, schön haben's gelesen. Das ist nett, das freut einen und das bestätigt auch einen, dass man es gut gemacht hat. Und genauso freut einen das beim Eishockey. Und es ist auch so, wenn mir die Leute schreiben oder wenn sie mich ansprechen, toll gemacht oder einer mit Emotionen. Da hat mir mal einer geschrieben, das baut einen auf. Lampenfieber, das ist immer so ein Thema. Von meinem allerersten Spiel, ich weiß es noch wie heute, das war gegen die Düsseldorfer EG. Da habe ich mir Gedanken gemacht, um Gottes Willen, bloß nichts falsch machen. Da gab es wirklich so ein kleines Stoßgebet, bitte hilf mir, lass mich alles richtig machen. Naja, ansonsten eine akribische Vorbereitung und eine gute Absprache mit den Kollegen, die ist schon sehr wichtig. Ja, das hilft, das Ganze zu reduzieren und das Wissen, dass man sich sowohl in der Kirche als auch im Stadion auf die Kollegen verlassen kann. Was es mir bedeutet, vor Leuten zu sprechen, ist recht einfach zu sagen, ich mag's einfach, gerne. Was meines Erachtens einen guten Lektor in der Kirche ausmacht, ist, dass er möglichst fehlerfrei lesen kann, dass er weiß, wie er beispielsweise die biblischen Bücher, die biblischen Namen ausspricht, dass er sich auch wie der Stadionsprecher vorbereitet auf seinen Einsatz und dass er auch keine Angst davor hat, sich zu versprechen. Kirchlich aktiv war ich schon seit meiner Kindheit. In der ersten Klasse bin ich schon zu den Ministranten gegangen. Bin dadurch durch meine Eltern sehr geprägt worden. Mein Vater war katholischer Religionslehrer. Meine Mutter hat sich schon immer sehr stark für den katholischen Frauenbund engagiert. Da ist man quasi ins Gemeindeleben integriert worden. Man ist damit groß geworden. Gemeinsamkeiten von Stadion und Kirche sehe ich darin, niemand wird gezwungen, dorthin zu gehen. Die Leute, die dorthin gehen, sowohl ins Stadion als auch in die Kirche, die machen das freiwillig. Und wenn ich so als Bindeglied fungieren kann, dann, ja, dann freut's mich.